Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Stadion-Vlog. Wir sind heute in Freiburg. Im Hintergrund seht ihr schon leicht das Europapark-Stadion. Heute spielt der SC Freiburg gegen FC Bayern München. Unglaublich wichtiges Spiel. Für Freiburg heißt es jetzt ackern. Ich glaube, die letzten 5 Spiele kein Sieg geholt. 5 Punkte trennen uns nur noch vom 15. Tabellenplatz. Ich blende euch hier nochmal kurz die Tabelle ein. Bayern natürlich auch mit dem Sieg jetzt gegen Leipzig im Gepäck. Wird ein richtig geiles Spiel. Für Bayern geht es wirklich nochmal darum, den Anschluss zur Spitze zu finden, zu Leverkusen und das Ganze nochmal spannend zu machen. Und Freiburg muss schauen, dass sie nach 6 sieglosen Spielen mal wieder punkten. Heute gegen Bayern natürlich unglaublich schwierig. Wir schauen gleich nochmal auf die Aufstellung, wenn dann alle draußen sind. Jetzt gerade 2 Stunden vor Anpfiff. Jetzt erstmal gleich nochmal was snacken gehen, ein bisschen die lange Route in Freiburg genießen. Und wir schauen uns das Ganze mal an, was die Fans hier zum Spiel heute sagen und was sie tippen. Bei Bayern fallen folgende Spieler aus. De Ligt ist einmal gelb gesperrt, Coman ist raus, Sané ist raus, das heißt die Flügel von den Bayern sind relativ mau besetzt, vielleicht wird Mathis Tell mal spielen bei Freiburg. Kübler, muskuläre Probleme, Lienhardt wird auch nicht spielen, aber es ist schon wieder im Training, das heißt gegen West Ham kann De Bree vielleicht wieder zocken, er ist einfach der Wichtigste. Für die Freiburger Abwehr, wenn dann Ginter auch wieder am Start ist und Ginter und Lienhardt zusammenspielen, glaube ich, ist das optimal. Ich habe ja auf ein 3-1 für Freiburg getippt, wenn Upamecano wieder spielt und er mal wieder den Upa Classic macht, sich vielleicht dann ganz am Anfang die rote Karte abholt, wird es vielleicht angenehm für Freiburg. Deswegen sind wir sehr gespannt, wie Tuchel und Streich aufstellen werden und schauen dann, wie es im Endeffekt aussieht und warten erstmal ab. So, wir haben den ersten Bayern-Fan jetzt hier am Start. Ich bin sehr, sehr gespannt auf deinen Ergebnistipp. Was sagst du, wie geht's aus? Also ich hoffe 3-1 für Freiburg. Ich glaube aber mit ja. Mit Bayern Schaller macht. Das ist ein Matchup. Ah, okay. Ich glaube aber, ja, ich glaube Bayern macht knapp 2-3. 2-3? Wer macht die Tore? Kane, Musiala, Kane. Für Freiburg Grifo. Gregoritsch. Alles klar. Hoffen wir auf einen Freiburg-Sieg. Mal schauen, was wird. Vielen Dank. Auch ein gutes Spiel. Mach's gut. Ciao. So, wir haben jetzt den ersten Bayern-Fan am Start. Ich bin sehr gespannt auf deinen Ergebnistipp. Was sagst du? Wie geht's aus heute? 3-2, ganz klar für Bayern. Wer macht die Tore? Kane. Alle drei? Ich hoffe es doch. Aber so confident in die Abwehr bist du aber nicht, wenn du sagst, dass Freiburg auch 2 Tore macht? Oder? Kann man momentan nicht sein. Ja, ne? De Ligt jetzt auch noch gelb gesperrt. Genau, ja. Schwierig. Ja, aber ich hoffe das Beste. Ja, und die werden es schon machen, die Jungs. Meinst du? Ja. Ich als Freiburg-Fan, ich sag's, wird ein 3-1 heute. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Auf ein gutes Spiel. Auf ein gutes Spiel. Danke dir. Gerne. So, wir haben jetzt den ersten Freiburg-Fan am Start. Was sagst du? Wie geht das Spiel heute aus? Also ich hoffe auf ein 3-1. Es wird ein schweres Spiel, aber ich denke, wir können es heute machen. Ich bin auch mit dem 3-1 gegangen. Was sagst du, wer macht die Tore für Freiburg? Gregoritsch, 1. Mit dem Kopf, oder? Ja, und dann noch zweimal Weißhaupt. Zweimal Weißhaupt. Ich auch. Nur super Spieler. Auf ein gutes Spiel, oder? Ja. Danke dir. Ciao. Freunde, jetzt gibt es gerade eine lange Rote, eine Stadionwurst. Beste Stadionwurst in der Bundesliga, sage ich, 9 von 10. Und drin gibt es gleich für Testzwecke im Stadion dann nochmal einen Döner. Eigentlich kannst du dir keinen Döner holen im Stadion, aber wir werden es heute mal ausprobieren. So, wir haben den Top-Torjäger vom FC Denzling, den besten Stürmer der Oberliga Baden-Württemberg getroffen. Stegge Junior, hau mal deinen Ergebnistipp raus. Also mein Ergebnis als Bayern-Fan, der aber aus Freiburg kommt, ist 3-1 für Bayern. Also ich glaube, wir brauchen die Punkte mehr als die Freiburger. Ja, bei Freiburg aber auch eng jetzt. 5 Punkte vom 15. Ja, aber die packen das hinten raus. Wer macht die Buden? Harry Doppelpack, Mathis Tell. Ja. Und für Freiburg tippe ich auf Ginter nach einem Standard. Na, Klassiker. Oder auch mal so ein Artubulo vielleicht vorne. Ja, 0-3 hinten, kommt damit nach vorne. Ja, auch gut möglich, ja, wenn sie dann nochmal aufs Unentschieden spielen wollen. Aber würde ich sagen, auf ein gutes und auf ein faires Spiel. Auf ein gutes und faires Spiel. Möge die bessere Mannschaft gewinnen. Möge die bessere Mannschaft gewinnen. Das ist das Wichtigste. So Freunde, wir sind jetzt hier auf den Plätzen. Wir haben eigentlich echt stabile Plätze. Letztes Mal direkt neben den Gästefans gewesen, dieses Mal direkt neben der Südtribüne. Wir werden auf jeden Fall die Stimmung geil mitbekommen. Wir haben die Ergebnistipps von den ganzen Fans gehört. Die Aufstellung blende ich jetzt hier auch nochmal ein. Also Freiburg mit dem 4-4-2, Ginter, Gulde, wahrscheinlich IV, Günther, seht ihr über außen, wird schwierig gegen Tell und Co. Dann mit Doan, Eggestein, Grifo, sonst aber eigentlich keine Überraschung, Gregoritsch auf der Bank. Bayern, ja. Upa spielt leider nicht, das heißt mein Tipp mit der roten Karte in 5 Minuten ist auch schon durch. Kim Min-jae macht es dafür, sonst auch keine Überraschung. Pavlovic und Tell wird sehr interessant, aber wenn Upa sich nicht die rote holt, dann macht es heute, weiß nicht, Müller oder so, dann sind wir in Überzahl.
Und jetzt schauen wir mal. Wir gehen auf jeden Fall gleich noch den Döner testen. Lange Rote war super. Let's go. Mit der Nummer 21, Florian. Also eine Stunde vor Anpfiff. Süd komplett gefüllt schon. Alles ready. 8,50 Euro für einen Döner. Da sehe ich mich jetzt. Freunde, wir haben den letzten Döner bekommen, den es gab. Allerdings ohne Salat, ohne Soße. Also nur den. Natürlich. Nur den Döner mit Fleisch. Live Taste Taste. Sehr, sehr knackig. Gutes Fleisch, wenn der Salat dabei ist. Richtig gut. Ich hatte kaum Erwartungen, aber 7 von 10 mit Salat und nochmal Gurken, Tomaten, 8,5 von 10. So, noch einen alten Bekannten getroffen. Uli, was sagst du heute? Ergebnistipp? Dreckig ist 1-0. Dreckig ist 1-0. Hoffe ich. Wer macht's? Unser Gregor. Gregor. 88. irgendwie. Am besten in der 93. Perfekt. So, am besten, wie gesagt, so kurz wie möglich vor Schluss, Hauptsache gewinnen. Sehr gut, danke. Gerne. Also die Mannschaften jetzt gerade noch am Aufwärmen, sind aber jetzt glaube ich schon fertig. Kane auch gerade schon reinmarschiert. Es ist auch ein gutes Gefühl, einfach im Freiburg-Stadion mal so einen Harry Kane live zu sehen. Sehr gespannt, wie das wird, ob Freiburg sich eher hinten rein bunkern wird. In eigenen 16er dann auf die Konter hoffen oder ob sie versuchen werden mitzuspielen. Ich glaube es eher nicht, weil wenn du hier Bayern hoch anläufst, kann es auch sein, dass du einfach mal ins offene Messer läufst. Aber Christian wird schon wissen, was er macht. Hier auch nochmal so ein bisschen veranschaulicht. Also ich weiß nicht, ob es ein 4-4-2 oder eine 4-2-3-1 ist. Müller auf der 10, Musiala links. Ja, gute Aufstellung. Freiburgs Aufstellung gefällt mir. Bayern auch, aber Upa hätte ich gerne drin gesehen. Ich würde auch mal gerne in der Süd stehen, aber natürlich in der Kurve kein Handy dann, ne? Mit den Stadionblocks ein bisschen schwierig, aber die Stimmung ist da schon immer unglaublich. So, rein geht's, 3-1, Röhl doch zuerst auf der Bank, habe ich gar nicht richtig gecheckt. Ich hatte das vorhin gar nicht richtig realisiert, dass Röhl erstmal auf der Bank ist, also wird wohl doch noch mal ein bisschen verzögert hier. Was ich sagen wollte, Röhl auf der Bank habe ich gar nicht wirklich gecheckt. Doan, Grifo außen, ne? Natürlich, und dann Schalay und Höhler vorne drinne. Mit der Viererkette ist dann ein bisschen schwierig bei den vielen Offensiven. Schade, Merlin mein absoluter Favorite zurzeit, Gregoritsch auch auf der Bank. Aber es gegen Augsburg halt einfach nicht gut gemacht. Und die Kurve ist da. Oh, direkt erste Minute, 10 Sekunden gespielt, erster Abschluss. Gutes Zeichen hier von Freiburg. David, hau raus. Deine Ergebnis-Prediction für heute. Ich sag, es wird 3-0. 3-0 Bayern. Man muss dazu sagen, der Mann ist Bayern-Fan, seit er klein ist, deswegen auch diese Bayern-Brille auf hier. Wer macht die Tore? Kane 2 und irgendein Müller-Tor passiert. Lass ich jetzt einfach mal so im Raum stehen und sag nichts dazu. Ich glaube auch, dass es heute so viel auf Noah ankommen wird, weil er direkt gepresst wird.
der wird heute so viel Stress haben und wird ein absoluter entscheidender Faktor in dem Game. Aber ich glaube, er ist stark genug, um das zu machen. Boah, Doan, gute Bewegung. Also Ritz einfach immer weltstark. Super. Oh, das ist ein Foul. Und jetzt eine super Freistoßmöglichkeit für Freiburg. Sehr gut rausgespielt, ja. Oder noch nicht. War abseits. Weiter geht's. Also weil wir heute eben so an der Südkurve sind, kriegst du da von den Auswärtsfans nicht so viel mit. Aber wow. Stimmung machen sie da ordentlich. Und es sieht auch echt cool aus gerade. Guerrero auch absolut underrated. Wäre der Mann nicht so verletzungsanfällig gewesen, hätte er, glaube ich, Bayern so viel mehr helfen können. Vielleicht jetzt mal ein guter Konter sogar. Rasen, mach Meter! Da fehlt mir das Tempo, aber rückt auch ein wenig nach. Zeig Stadion, sieg für dich. Auf geht's weiter und tschüss. Oh ja, der ist gut, der ist sehr gut. Oh mein Gott! Guter Ball, Günther ist da. Führung in einem Spiel gegen die Bayern daheim ist so wichtig. Ich kann mir echt vorstellen, dass es jetzt sehr eklig wird, wie verteidigt wird. Also Freiburg 1-0 vorne, zu krasse Aktion. Irgendwie die Flanke, ich glaube Schallei war es mit dem Kopfball. Neuer hält den wie ein Weltmeister. Folgt sie an die Latte und dann Güni mit dem 1-0. Als Bayern-Fan, kleines Statement vielleicht dazu? Ja, was soll ich sagen? Kranker Schuss. Er kämpft das Tor, er arbeitet das Tor. Also Neuer streckt den Kopfball hat krank. Ja, also bisher war es relativ ausgeglichen, wenig Chancen auf beiden Seiten, aber die Aktion, da war so viel Überzeugung dabei bei den Freiburgern, deswegen verdienter Führungstreffer hier. Yes, yes. Super Möglichkeit hier gerade gewesen. Und Freiburg gerade näher am 2-0. Als Wein am Ausgleich. Gibt mal wieder den Fullbruch wie die Auswechselspieler von Freiburg. Dürfen sich nach 20 Minuten warm machen. Und Streich wechselt erst ab der 80. weil er davor Verbot hat, glaube ich, im Vertrag stehen. Scheint zumindest so. Und bei so einem Spiel, bei so einer Leistung ist die Kurve natürlich noch ein bisschen mehr hinten dran. Also die Stimmung heute im Stadion, wie immer, egal wie steht, egal wo, wahnsinnig gut. Oh, Terrell, so ein guter 1-1-Spieler, also diese Körpertäuschungen sind schon sehr sexy. Aber dann kommt er nicht ins Tempo dabei. Ja, willst du dafür einen Elfmeter, Müller, oder was? Dafür willst du einen Elfmeter. Freiburg. Also Freiburg steht jetzt schon sehr tief in der eigenen Hälfte, schon sehr tief im 16er. Musiala ist so ein krasser Baller. Ich wünschte, ich hätte so eine Technik wie Jamal. Oh, schöner Ball. Oh, Doan wird da aber auch. Also da werden beide, glaube ich, ordentlich abgeräumt, aber Freiburg. Jetzt mit den Schwimmflügeln. Das ist Elfmeter. Das ist Elfmeter. Gulde zieht ihn runter. Ich sag, VAR greift ein, glaube ich. Okay, war anscheinend doch zu wenig. Sah auf jeden Fall auf den ersten Blick kritisch aus, wie Gulde da festhält. Aber zum Glück, weiter geht's. Oh, Musiala ist so brandgefährlich in jeder einzelnen Aktion. Stark geworden, aber jetzt. Boah, aber schaut mal, wenn sie da durchkommen, dann sind nur noch zwei Leute. Oh, Matistel. Grifo lässt er da sehr alt aussehen, schlänzt ihn dann perfekt ins lange Eck. Stark gemacht, da ist der Ausgleich. Matthias Tell trifft zum 1:1. Und die Bayern Ultras auf der anderen Seite auch nicht zu unterschätzen, machen das ganze Spiel schon richtig stark Stimmung. Atu unsicher.
Also der 1:1 Ausgleich von den Bayern. Sie haben es sich wirklich verdient. Sie haben es echt gut gemacht. Dort, was sagst du? Ja, ich war Bier holen. Aber Tell. Ja, aber hat sich abgezeichnet. Ja, hat er. Sie haben viel mehr Druck gemacht. Vor allem Tell im Duell mit Grifo. Grifo lässt sich dann schubsen wie so ein Schuljunge. Und dann mit dem R1-Kreis macht er den gut rein. Ja, 38 Minuten noch bis zur Halbzeit, 7 Minuten. Für Freiburg jetzt erstmal wichtig, mit dem Unentschieden in die Halbzeit zu gehen, sage ich. Oh, gute Aktion da. Guerreiro eigentlich. Macht er den? Boah, guter Spot, Silvia, aber der Ball ist halt absoluter Quatsch. Riesenmöglichkeit, wenn er gut kommt, dann wird es gefährlich. Jetzt läufst du mit dem Pech in den Konter. Boah, guter Ball. Musiala mit dem Rücken zu Gulde. Boah, stark, Manu. Juni, oh Gott, was macht denn hier? Aber Noah ist da und das ist eine Riesenmöglichkeit gewesen für Bayern. Wie das kein Tor sein kann, weiß ich auch nicht. Also Musiala, unglaublich starke Bewegung, holt jetzt hier den Freistoß raus. 45. Minute, Freiburg muss es schaffen, mit dem Unentschieden in die Pause zu gehen und sich neu zu sortieren, weil das ist es gerade wirklich nicht. Und Noah ist da. Also es ist jetzt gerade Halbzeitpause in Freiburg. Freiburg hat super angefangen, echt stark haben sie es gemacht. Verdient in Führung gegangen, unglaublich intensiv in den Zweikämpfen gewesen, richtig geackert füreinander, sehr zielstrebig Richtung Tor. Dann hat es Bayern besser gemacht und hat dann auch verdient den Ausgleich gemacht. Und die letzten Minuten ist Freiburg komplett am Schwimmen gewesen. David, als Bayern-Supporter, gib uns eine kurze Analyse zum Spiel. Ja, ich glaube, wir haben schlechte Dankeschön, perfekt. So, zweite Halbzeit beginnt. Mein Tipp mit dem 3:1 immer noch möglich. Ich würde mir einen Röhl und Gregoritsch-Wechsel offensiv wünschen. Höhler, ich bin nicht der größte Fan von ihm, ihr wisst es mittlerweile. Ich finde einfach, er tut dem Spiel nicht so gut von Freiburg und Gregoritsch wird besser tun. Sonst Grifo überraschend stark. Letzte Woche nicht so gut gewesen, heute besser. Höfler, Eggestein machen es geil im Zentrum. Doan auch super. Sevilla, Gulde machen es auch sehr stark in der Innenverteidigung. Ginter stark, Günther stark. Nee, Ginter Innenverteidigung, Sevilla Rechtsverteidigung. Sehr gute Halbzeit. Musiala und Tell bei Bayern richtig gefährlich. Und auch Guerreiro ist so gruselig da vorne. Und auch hier direkt mal wieder eine erste gute Aktion. Boah, Günther, super Ball. Oh, da fehlt nicht viel, Salah. Stark. Oh, nein, Eggestein mit der Riesenmöglichkeit. Guter Start an die zweite Halbzeit, wow. Kurzes Statement zum Stadionbier in Freiburg. Ja, alle Bierkenner wissen, Rothausbier, Standard. Gibt bessere, aber gibt natürlich auch schlechtere. 1 bis 10? 7. Alles klar, danke. Weiter geht's. Auf der Bank von Sie am Aufwärmen, Upa, Choupo-Moting. Bin mal gespannt, ob der Mann nächstes Jahr bei Real Madrid spielt. Die bauen sich ja absolute Welt-XI gerade auf. Boah, ich liebe Günther, wie er spielt, aber hier einfach, boah, Dyer. Abgezogen. Nee, das ist kein Foul. Also Müller geht mir heute echt ein bisschen auf den Sack, muss ich ehrlich sagen. Man merkt auch bei Bayern, dass jetzt da mittlerweile der Kader sich wieder füllt. Die Bank ist schon echt gut besetzt. Davis, Zaragoza, Upa, Leimer, Choupo. Das ist ein Luxus, sowas auf der Bank zu haben. Stark. Grifo, oh, super Ball, oh! Oh, und fehlt nur ein Meter, ein Schritt. Also man merkt echt, wie hoch Freiburg immer angelaufen wird, wenn Noah den Ball hat. Also die Bayern-Spieler sofort am Attackieren, wenn Noah auch ohne Bedrängnis den Ball hat. Boah, Kane mit Rücken ist immer eklig. Das sind so Spieler wie Lukaku und Kane, die willst du nicht mit dem Rücken zu dir haben, weil sie da so geil den Körper reingestellt bekommen und sich reindrehen. Mein guter Freund Alfonso Davis wurde eingewechselt. Er hat mich mal auf Twitch geratet. Liebe Grüße gehen raus an Alfonso. Und Kimmich out für Leimer. Okay, krass. Und Grifo für Merlin Roh. Gutes Spiel von Grifo. Hat er stark gemacht. Oh, Doan, super. Schaller, leg ab. Leg doch ab und Höhler schießt. Mann. Egal, Eckball. Gute Aktion. Und die Stimmung ist heute unbeschreiblich wieder. Südkurve, ich sag's in jedem Video auf Neuen, einfach underrated in Freiburg. So geil.
Fonsi, wenn er im Antritt ist, ist halt stark. Aber auch die Bayern-Fans heute sind richtig da. Und ich finde, es sieht auch echt geil aus, wenn die Münchner Schickeria da antanzt. Und obwohl wir auf der komplett anderen Seite sind, hörst du es eigentlich echt noch richtig laut. Ich glaube, du kriegst es auf dem Handy nicht so mit gerade. Aber es ist auch von den Bayern-Fans echt eine starke Stimmung heute. Yes. Also 70. Minute ist jetzt angebrochen. Freiburg ist echt gut reingestartet in die zweite Halbzeit. Hatten so zwei, drei Möglichkeiten, wo echt immer nur ein paar Zentimeter gefehlt hat. Bayern, ja, macht es auch nicht schlecht. Kane, vor allem wenn er halt mit dem Rücken zum Gegner den Ball hat, macht das richtig gut. Aber ja, Freiburg muss auf jeden Fall nochmal diese Chancen, die sie haben, und sie haben wirklich gute Möglichkeiten, gerade so die letzten Prozente einfach nochmal besser ausspielen. So die letzte Aktion, letzter Pass, letztes Dribbling, nochmal besser. Oh nein, Kane. Oh, was passiert hier? Ping-Pong. Er ist so ein Druck. Musiala macht es halt wirklich so gut, ne? Also wie er da an allen vorbeigeht, das ist einfach sexy. Aber jetzt mit Gregoritsch auch drin. Nochmal auf jeden Fall gefährlicher bei Standards, die Freiburger. Super Höfler. Sehr gut. Guter Ball. Oh, jetzt legt er sich vorbei, aber Noah ist auch ein Schneller. Ja, Noah, Junge! Also Respekt, Mathis Tell macht ein sehr gutes Spiel. High, high work rates. Oh nein, aber der Abschluss nicht. Ja, Freiburg hat sich das 2-1 gefangen. Also Musiala mit einer absoluten Weltklasse-Aktion, wie er da vorbeigeht an den Gegenspielern. Das kann halt einfach, diese schnellen Haken, diese Antäuscher, diese Aufdreher. Da ist er wahrscheinlich einer der Besten und dann haut er den halt krass rein. Ist jetzt nicht unbedingt unverdient. Gregoritsch auf der anderen Seite, aber kein guter Abschluss. Ja, David, als Bayern-Fan, wie fühlst du dich gerade? Erleichtert. Aber es ist kein gutes Spiel, um ehrlich zu sein. Also, ja, zweite Halbzeit ein bisschen weniger von beiden Seiten. Freiburg hatte wirklich gute Ansätze, da haben so immer die letzten Aktionen noch gefehlt. Jamal Musiala, dann ist halt eine individuelle Aktion, die das jetzt vielleicht entscheidet, wäre sehr schade. Weil Freiburg in meinen Augen schon einen Punkt verdient hat für das Spiel, aber was sie abliefern. Mittlerweile verdiente Führung, aber ja, schwer. Schwer. Unser hoffentlicher Matchwinner wurde gerade eingewechselt. Upa. Nee, Spaß beiseite. Der Mann ist natürlich ein Weltklasse-Innenverteidiger, wenn er diese individuellen Fehler abstellt. Aber er ist halt immer in den entscheidenden Spielen leider sehr wild. Oh, Günther, schade. Kein Foul da, Höfler, macht die Hände weg. Super, Merlin. Oh ja, schöner Haken. Und jetzt Gregal suchen, den Eisenschädel. Such den Eisenschädel. Such ihn! Such ihn! Oh, schade. Ich weiß nicht, ich mag das nicht, wenn nur auf rechts spielt. Irgendwie muss er linker Schienenspieler sein, dann seinen nach innen ziehen Move und die Flanke auf Gregals Kopf suchen. Den Weißhop Classic. Auf rechts finde ich ihn nicht so stark, nicht so effektiv wie links. Jetzt vielleicht mal. Komm nur, beweis mich eines Besseren. Griff! Was hat er jetzt gepfiffen? Also das ist krass, krass. Schieß ein Tor für uns. Auf die zwei und schieß ein Tor. Auf die zwei und schieß ein Tor. Oh, der ist super. Der ist gefährlich. Oh! Oh mein Gott, ich sag nie wieder etwas zu Lukas Söhler! Er ist der Beste mit links vor Längsseite des Mikrofon! Oh mein Gott, wie! Neuer Daniel Berger und hätte ich niemals gedacht, dass er reingeht, aber das Kreuz zu! Aber ich muss es auch nochmal neutral sagen, die Stadionsprecherin, ich fand den Alten mit Abstand deutlich stärker.
irgendwie gibt es nicht den richtigen Vibe nach so einem Tor. Weiß nicht, irgendwas gar nicht Persönliches, aber ich fühle es nicht. Und jetzt natürlich Stadion wieder am Beben. Nachspielzeit in Freiburg und Freiburg kann Nachspielzeit, haben wir gegen Lenz gemerkt. Bayern nach dem Siegtreffer nichts mehr gemacht nach vorne, deswegen auch verdienter Ausgleich, sage ich ehrlich, für Freiburg. Es ist kein Lucky Tor oder ein Lucky Spielstand. Ich finde, das geht sogar ehrlich klar, weil die Mannschaft von Freiburg richtig kämpft und Bayern auch ein bisschen nachgelassen hat, gerade gegen Ende der zweiten Halbzeit. Also Freiburg mit dem Ausgleich, ganze Stadion nur noch am Stehen und es ist wirklich verdient, weil sie es erkämpft haben. Bayern hat nachgelassen nach dem Siegtreffer. Freiburg kämpft hier bis zur letzten Sekunde, das ist so geil, was sie spielen. Die Stimmung, Ausnahmezustand, 2 Minuten der Nachspielzeit sind noch zu spielen. Wow, was ein unglaubliches Spiel. Boah, Fonsi ist halt wirklich, ja, doch nicht. Merlin unten, da ist keiner mehr, geh selber, du musst selber. Du Papa halt noch frisch, aber die macht er weg. Jetzt ganz rüber, Noah und irgendwie Gregals Kopf treffen. Oh, und jetzt läufst du halt echt noch einen Konter. Stark von sie. Gelbe Karte und holt er sich zurecht. Also das ist die klasse gelbe Karte heute. Vielleicht die letzte Aktion im Spiel. Nee, für den Konter ist keiner da. Ich denke, Freiburg ist gerade echt zufrieden mit dem Punkt. Das Spiel ist aus. Freiburg holt einen Punkt. Bayern München holt einen Punkt. Und ich glaube, die Meisterschaft ist eventuell entschieden worden heute. 2:2 am Ende. Unglaublich intensives Spiel. Unglaublich geiles Spiel. Stimmung 10 von 10. Also wie die Mannschaft gekämpft hat, war unglaublich. Richtig stark. Emotionaler Moment hier. Die Freiburg-Fans feiern nochmal explizit Christian Günther. Fast ein halbes Jahr raus gewesen, zweimal angebrochen mit einer Entzündung und dann so ein Tor im Spiel gegen die Bayern. Wahnsinnsabend für den Mann heute. Am Ende dann 2:2. Unglaublich intensives Spiel. Richtig geiles Bundesligaspiel, was wir hier gesehen haben. Also hat sich sowas gelohnt, mal wieder ins Stadion zu kommen. Ich liebe es jedes Mal ins Stadion. Dieser Vibe hier ist einfach Liebe. Was ein Spiel, was ein intensives Spiel. Ich denke, im Endeffekt ist es gerecht für beide Mannschaften. Bayern hatte gerade gegen Ende der ersten Halbzeit komplett die Hosen an und Freiburg die Schwimmflügel an. Aber zweite Halbzeit hat Freiburg es dann einfach auch wieder stark gemacht, hatten richtig gute Möglichkeiten. Da dann auch früher in Führung zu gehen, hat immer noch einen Schritt gefehlt. Dann der Führungstreffer Musiala. Unglaublich die individuelle Stärke von Bayern, hast du natürlich gesehen. Das sind alles Weltklasse-Spieler. Und dann im Endeffekt Lukas Höhler auch mit einem Traumtor, muss man ehrlich so sagen. 2:2. Für Bayern war das ein Bruch, weil jetzt ist wahrscheinlich die Meisterschaft vorentschieden. Wird schwierig. Ja, entschieden ist natürlich dann, wenn nichts mehr geht. Für Freiburg war das ein wichtiger Punkt, weil es jetzt auch langsam eng wurde, Richtung 15. Platz. Da haben wir nur 4 Punkte uns getrennt. Richtig stark, da den Punkt zu holen. 3 Punkte wären natürlich wichtig gewesen, aber ich glaube, du kannst hier wirklich zufrieden sein. Und das ist einfach eine richtig geile Leistung gewesen von beiden Mannschaften. Und auch die Fans haben voll mitgemacht. Also das Stadion hat wirklich wieder gebebt. Und auch die Bayern-Fans, Riesenrespekt geht auch nochmal raus. Richtig geiler Abend. Jetzt gibt es auch nochmal ein paar abschließende Worte von unserem Bayern-Ultra. Der Mann war ein bisschen gebrochen beim 2:2 und darf jetzt nochmal sein Fazit geben. Was sagst du, Spiel, Gefühl am Ende? Ja, wenn du zweimal aufs Tor schießt, kannst du dich freuen, dass du zweimal Tor triffst. Wird am Dienstag schwer gegen Lazio, wo auf jeden Fall in der Champions League irgendwie weiterkommt. Aber irgendwie sehe ich da gerade ein bisschen schwarz, um ehrlich zu sein. Was sagst du, Tuchel, bleibt Tuchel bis Ende? Oder vielleicht läuft doch nochmal das Ding raus? Ja. Ich glaube, der bleibt schon noch bis zum Ende. Irgendwie besser halt noch raus, um was geht, aber man merkt, der Mann ist sehr gebrochen.
und bei den Freiburg-Fans, glaube ich, eher positive Stimmung als bei den Bayern-Fans, aber einfach geil. Und immer diese Last-Minute-Tore, diese Lucky Punches, die sind, das kann man nicht beschreiben, was da in einem abgeht, wenn in der 90. das Tor fällt. Der Mann ist glücklich. Da, wirklich, da pocht das Herz. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Und die Glocke aktivieren. Perfekt, ciao, ciao.